Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Comet Box von Megahertz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Comet von Megahertz, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Genre Rock, Deutschrock in diesem Fall. Das Ganze ist von der Box her recht kompakt, also eine eher kleinere Box, in schwarz gehalten. Oben lesen wir hier einmal Megahertz, das ist der Name der Band, und links Comet, das Release, das Album. Und dann haben wir hier eine Szene von einem Mann und einer Frau, die wohl beide in eine Richtung zeigen, vor roten wehenden Fahnen. Dann sehen wir hier im Hintergrund noch, sieht aus wie die Weltkugel. Hier fliegen auch noch Raketen. Also es sieht etwas so aus, als wäre hier irgendwie gerade Krieg oder Angriff angesagt. Also es wird irgendwie die Richtung hier vorgegeben werden und der Komet bzw. die Raketen würden hier in diese Richtung fliegen. Ja, ansonsten sehen wir noch diverse Sterne. Unten lesen wir Megahertz Komet mit diesem Logo hier. Rechts sieht so aus, also alles sehr so nach Weltraum und Sternen, Megahertz Komet. Und hier auch nochmal. Auf der Unterseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 11 auf dem Album. Plus wir haben noch eine Bonus-CD, CD Nummer 2, die beinhaltet 7 Tracks live, beziehungsweise nein, 6 Tracks live und einen Bonus-Track. Und dann haben wir hier noch den Inhalt der Box aufgelistet, und zwar haben wir hier einmal Erkennungsmarke, also ich gehe mal davon aus, so ein Dogtag, so eine Halskette, Flagge, Patch und signierte Autogrammkarte. Okay, das ist spannend, also das Album wird hier gar nicht extra angeführt. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Ja, was lesen wir auf diesem Barcode? Made in Germany Limited Edition Deluxe Box. Okay, also dann schauen wir mal hinein, das Ganze lässt sich hier aufklappen. Okay, hier haben wir einmal einen Infoflyer, dann haben wir die Halskette, den Patch, die Fahne, die unterschriebene Autogrammkarte und natürlich das Album. Von innen die Box in schwarz gehalten, wir klappen sie mal wieder zu und befreien mal die diversen Sachen hier aus der Folie. Also einmal hier diese Halskette. Sowie die Fahne. So, dann haben wir natürlich auch noch das Album, das hier auch in einer Folie ist. Wir werden das Ganze mal hier aus der Folie schneiden. So, aber jetzt, bevor ich die Folie entsorge, werfe ich nochmal einen Blick auf diesen Sticker, den wir hier haben. Was haben wir hier? Einen Infosticker zur Tour. Also, Megahertz on Tour, ja, die ist wohl vorbei, die Tour. Wir haben hier März und April, also bis Ende April hat diese Tour angedauert. Und nachdem das Album ja 2018 erschienen ist, gehe ich mal davon aus, dass damit April und März 2019 gemeint war. Also, wenn ihr Megahertz live sehen wollt, dann auf einer der kommenden Touren. Diese ist leider schon vorbei. So, wir kommen zum Album. Das Album kommt in einem Digipack. Das Cover ist ident wie auch schon auf der Box. Hier auf der Seite lesen wir wieder Megahertz Comet. Und dann haben wir hier die Tracks, wie auch schon auf dem Boxboden, auf der Boxrückseite. Was ich besonders schön finde, also mir gefällt das, ist zum Beispiel diese Zahlenspielerei, dass man hier wirklich bei jedem E immer ein Dreier reingemacht hat. Für die, denen es aufgefallen ist, hier, das machen die auch bei ihrem Bandnamen, das haben sie auch hier bei dem Release-Namen Comet, also das ist gang und gäbe. Wir haben hier 11 Tracks,
plus eben 6 in der Live-Variante und dann noch einen Bonustrack. Jawohl, Gastbeiträge gibt es hier soweit keine. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal links so eine kleine Stecktasche, in der sich das Booklet befindet. Okay, also hier haben wir die Mitglieder, die Bandmitglieder von Megahertz mit einer roten Fahne. Nein, es ist nicht die Sowjetunion, es ist in diesem Fall das Logo von Megahertz. Das zeige ich euch dann nochmal im Detail. Es wird sicher auch nochmal größer abgebildet sein. Jawohl, das gefällt mir richtig gut. Wir haben hier die Lyrics, also wirklich Track für Track wurden hier die Lyrics niedergeschrieben. Dann haben wir hier, genau, das ist der Sänger, Alexander Wohnhaas. So sieht er aus. Dann haben wir Gitarristen Christian Bistron. Hier ist das, was ich gemeint hatte. Also das ist hier dieses Megahertz-Logo. Hier sieht man es nochmal ein bisschen besser, also ein bisschen größer. Weitere Lyrics. Dann hier Christoph Klinke, ebenfalls Gitarre. Dann hier nochmal ein Foto aller fünf. Also so treten die übrigens immer auf, auch wenn sich die Mitglieder mit der Zeit gewandelt haben, also von der Besetzung her. Aber so sehen die immer aus, so mit diesen schwarz-weiß bemalten Gesichtern. Werner Weninger für den Bass verantwortlich. Und dann haben wir hier natürlich auch noch den Schlagzeuger Jürgen Wieler. So, zum Abschluss gibt es dann auch hier natürlich noch einmal die Übersicht über die Band, die Credits zum Album, sowie natürlich auch hier noch eine Danksagung. So, dann noch eine Doppelseite mit Megahertz Komet. So sieht das aus. Jawohl. Dann packen wir das Booklet mal wieder in die dafür vorgesehene Stecktasche und kommen zu den Tonträgern. Einmal CD Nummer 1, bedruckt wie auch schon das Cover. Hier im Hintergrund schwarz und grau. Und dann haben wir CD Nummer 2, diese Bonus-CD hier mit den Live-Tracks plus diesem Bonus-Track. So, also das Ganze, wie gesagt, ein Digipack. Dann haben wir diesen ominösen Flyer, der uns gleich mal am Anfang entgegengekommen ist. Und zwar haben wir hier Alexander Wohnhaas Blutzoll. Wie gesagt, er ist der Sänger von Megahertz. Jetzt auch als Hörbuch, holt euch die Demo dazu als Download. Der Tod riecht nach Diesel und Schwefel. Also, hier haben wir... Alles klar. Also hier, das kann ich gerne mit euch teilen, und zwar haben wir hier einen exklusiven Vorgeschmack darauf. Bedeutet, auf dieser Internetadresse hier unter diesem Link könnt ihr euch so ein Snippet quasi von diesem Hörbuch runterladen. Und hier steht dann auf packenden 11 Stunden... Okay, also hier dann so ein kleiner Vorgeschmack zu diesem Hörbuch. Wenn es euch gefällt, checkt das ab und könnt ihr natürlich dann auch in der Vollversion erwerben. Dann haben wir einen Patch, Komet, auch hier wieder das E umgedreht. Kein Dreier, aber zumindest ein spiegelverkehrtes E. Und hier haben wir einmal das Megahertz-Logo und dann hier eben diesen Komet, der hier aufsteigt. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Also ich erkenne hier keinen Fehler oder irgendeine fehlerhafte Naht. Das ist echt ein mächtiger Patch und der ist sehr, sehr sauber verarbeitet. Respekt. Eine Halskette ist mit dabei. Klassisch, also von der Halskette her in diesem klassischen Stil gehalten. Und hier unten haben wir dann einen Anhänger, einen Komet-Anhänger hier, kreisförmig, beidseitig. Und das Ganze ist dann hier entsprechend geprägt. Hier haben wir einmal das Megahertz-Logo hier, so in rot, weiß, rot, grau und darunter dann Komet zu lesen. Eine Autogrammkarte haben wir mit dabei. Hier haben die Herrschaften unterschrieben. Also alle Bandmitglieder haben sich hier verewigt. 5 an der Zahl, 3 mit Silber, 2 mit goldenem Stift. Hier lesen wir dann wieder Megahertz und hier dann auch wieder Komet. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann eine Fahne. Und ja, es war zu erwarten. Auch hier haben wir dann wieder das bekannte Bild
was wir schon vom Cover kennen. Also hier einmal dieser Mann und diese Frau. Darunter lesen wir dann den Albumtitel und oben dann den Namen der Band Megahertz. Ja, relativ ungewöhnlich, so eine Fahne im Hochformat. Und wir haben dann hier auch noch auf der Rückseite einen Zettel. Was haben wir hier? O plus oder O. Ja, oh, es steht sogar da. O plus Tech. Habe ich exakt noch nie gelesen. Under exclusive license from Napalm Records. Ja, Napalm Records, das Label. Und das Ganze ist 100% Polyester. Gut, dann packen wir die Fahne auch mal wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne, einseitig bedruckt im Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Dieser Patch, dieser Komet-Patch. Die Halskette mit diesem Anhänger. Dann dieser Infoflyer hier zu diesem Hörbuch Blutzoll. Und natürlich das Album an sich im Digipack mit 11 Tracks plus 7 dazu, also insgesamt 18 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Komet von Megahertz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Megahertz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.